Predigt für den 26. April 2020, Pater Hermann Lingdorsten, 20. April 2020. Der Heilige Stuhl hält nicht nur die eigene Zusammenarbeit mit der UNO für sehr wichtig, sondern hat auch seit der Gründung dieser Organisation immer seine eigene Wertschätzung und Zustimmung für die historische Bedeutung dieses obersten Forums des internationalen Lebens der heutigen Menschheit bekundet. Er hat auch stets ihre Funktionen und Initiativen unterstützt, die das friedliche Zusammenleben und gemeinsame Handeln unter den Nationen zum Ziel haben. Hierfür gibt es viele Beweise. In den mehr als 30 Jahren des Bestehens der UNO haben päpstliche Botschaften und Enzykliken sowie Dokumente des katholischen Episkopates und auch des Zweiten Vatikanischen Konzils ihre große Aufmerksamkeit geschenkt. Die Päpste Johannes der 23. und Paul der 6. schauten mit Vertrauen auf diese wichtige Institution als Zeichen unserer Zeit, voller Bedeutung und Hoffnung. Es sei mir daher der Wunsch erlaubt, dass die Organisation der Vereinten Nationen wegen ihres universellen Charakters niemals aufhören möge, jenes Forum, jene hohe Tribüne zu sein, von der aus alle Probleme des Menschen im Geist der Wahrheit und der Gerechtigkeit gewertet werden. Dies sagte Karol Wojtyla, Pseudonym Papst Johannes Paul II., damaliges sichtbares Oberhaupt der Gruppe von Vatikanum II, 1979 in seiner Ansprache an die Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York. Wegen der angeblichen Corona-Krise, also der tatsächlichen pandemischen Corona-Panik, feiert das Dauerthema Weltregierung aktuell ein besonderes Hoch. Ende März 2020 befürwortete der frühere britische Premierminister Gordon Brown, aktuell ein Sondergesandter der Vereinten Nationen, ganz offen eine temporäre Weltregierung. Zum besseren Verständnis des Adjektivs temporär sei an die bekannte Tatsache erinnert, dass nichts so beständig ist wie eine rein vorübergehende Ausnahmeregelung und Notstandsgesetze. Totale Überwachung, totale Entrechtung, alles natürlich nur zum Wohle des Volkes und definitiv maximal bis zum Ende der Welt. Die Ordnung der Freiheit wird ausgehebelt in eine Ordnung der absoluten Kontrolle. Die bekannteste Schilderung eines totalitären Überwachungsstaats ist der Roman 1984 von George Orwell. Orwell war Mitglied der Fabian Society, die jedem Verschwörungstheoretiker wenigstens vom Namen bekannt ist. Manche Verschwörungstheoretiker könnten manchmal fast schon damit beeindrucken, wie viele Fakten und vor allem Querverbindungen sie zusammengestellt haben zu fabianische Gesellschaft und Freimaurerei, zu Theosophie und Roundtable und so weiter und so fort. Der erklärte Feind vieler Verschwörungstheoretiker ist die sogenannte Neue Weltordnung, ist der sogenannte Globalismus, ist die Machtkonzentration in den Händen weniger, wenn nicht gar eines Einzigen. Und dieser Einzige wird von manchen auch benannt, Satan oder Luzifer. Die Rolle der Rockmusik im Satanismus bzw. der Satanismus in der Rockmusik und die Allgegenwart der Rockmusik muss heute jedem klar sein. Die Vereinten Nationen spielten bei ihrem Rockkonzert Rock the Golds in Malaysia 2019 den Song We Will Rock You. Auf der offiziellen Seite von Lucy's Trust steht: Lucy's Trust besitzt Beraterstatus im Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen und der weltweite Gute Wille ist als Nichtregierungsorganisation NGO bei der Öffentlichkeitsabteilung der Vereinten Nationen eingetragen. Als solches sind Trust und weltweiter Guter Wille Teil einer Gemeinschaft von vielen hunderten NGOs, die bei den Vereinten Nationen eine aktive Rolle spielen. Als Ellis und Foster Bailey im Jahre 1920 anfingen, die Bücher unter ihrem Namen zu veröffentlichen, nannten sie ihr junges Verlagswesen Lucifer Publishing Company. Die Gründe der Baileys, den originalen Namen zu wählen, ist uns nicht bekannt. Wir können nur vermuten, dass sie, so wie ihr großer Lehrer H.
A.P. Blavatsky, vor dem sie großen Respekt hatten, versuchten, ein tieferes Verständnis für die Opfer von Luzifer zu bekommen. Ellis und Foster Bailey waren ernsthafte Studenten und Lehrer der Theosophie, einer spirituellen Richtung, die in Luzifer einen solaren Engel jener fortgeschrittenen Wesen sieht, jene fortgeschrittenen Wesen, von denen die Theosophie sagt, dass sie vor einer Ewigkeit herabgestiegen sind, daher der Fall, von der Venus, um den damaligen Tiermenschen unseres Planeten das Prinzip des Geistes zu bringen. Aus der theosophischen Perspektive war der Abstieg dieser Solarengel kein Fall in Sünde oder Schande, sondern ein Akt großartigen Opfers, was sich aus dem Namen Luzifer, was der Lichtträger bedeutet, schließen lässt. Mit derlei Fakten kann sich jeder beschäftigen. Man braucht keine Verschwörungstheoretiker, die wie besessen mit unbewiesenen Hörensagen um sich werfen. Ja, es ist wichtig, Fakten zu kennen. Und manche Beiträge von Verschwörungstheoretikern enthalten manchmal tatsächlich auch Fakten. Aber eben, es reicht nicht, etwas Falsches durch etwas anderes Falsches zu ersetzen. Nehmen wir die eingangs zitierten Worte von Johannes Paul II. An die Vereinten Nationen. Für einen denkenden Menschen sind solche Äußerungen schlichtweg absolut unerträglich. Denn die Vereinten Nationen stehen für eine Welt ohne Gott, für die Rebellion gegen Gott. Luzifer ist dort der Dreh- und Angelpunkt. Aber hat die katholische Kirche nicht eine totale Wende vollzogen? Es ist doch Tatsache, dass die katholischen Sakramente durch einen Novus Ordo, durch eine neue Ordnung ersetzt wurden. Es ist doch Tatsache, dass das Dogma von der kirchlichen Heilsnotwendigkeit widerrufen wurde. Es ist doch Tatsache, dass die Mitgliedschaft im Rotary Club für katholische Geistliche nur früher verboten war, aber heute völlig normal ist, sodass sogar der Rotarier Jorge Bergoglio Papst werden konnte. Es ist doch Tatsache, dass Papst Paul VI. Erklärt hat, dass der Rauch des Satans in die Kirche eingedrungen ist. Es ist doch Tatsache, dass ich selbst eingangs die Rede von Papst Johannes Paul II. An die UNO zitiert habe. Also, nein, das sind alles keine Tatsachen, sondern Falschdarstellungen. Geboren aus Lüge oder, was üblicherweise noch schlimmer ist, aus gewollter Ignoranz. Verschwörungstheorien geistern immer herum. Genannt seien hier nur einige wenige Schlagworte wie Klimalüge, Impflüge, Holocaust-Lüge, Corona-Lüge, Abtreibungslüge, Gender-Lüge. Sowohl aufgrund der historischen Entwicklung wie Gründung der Freimaurerei, der Vereinten Nationen und so weiter, als auch aufgrund der publizistischen Möglichkeiten via Internet wuchern die Halbwahrheiten, wuchern die absurdesten Lügen seuchenartig, allgegenwärtig und fast überwältigend. Die pandemische Verlogenheit wuchert unaufhörlich, die pandemische Leichtgläubigkeit und Gedankenlosigkeit wuchert unaufhörlich. Lassen wir uns nicht von diesem Wirrwarr infizieren. Besinnen wir uns auf das, was wirklich notwendig ist. Denken wir an die erste Frage im Katechismus. Wozu sind wir auf Erden? Um Gott zu erkennen, um ihm in Liebe und Treue zu dienen und um das ewige Leben zu erlangen. Denken wir an das Dogma von der kirchlichen Heilsnotwendigkeit. Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Die Kirche ist die Arche des Heils. Nur durch die Kirche wissen wir glaubwürdig von Jesus Christus. Nur die Kirche zeigt uns wirklich den Weg des Heils. Verschwörungstheoretiker schwören oft auf Freiheit, aber echte Freiheit gibt nicht ohne Wahrheit und deshalb scheitern fast alle Verschwörungstheoretiker. Sie haben keine echte Alternative, denn die einzige echte Alternative zur Unwahrheit ist die Wahrheit. Was nützt es, wenn man in dem einen oder dem anderen Lügengebäude mal das eine oder andere Falsche kritisiert, aber letztlich doch nicht eintreten will in die einzige Arche des Heils, in die katholische Kirche? Was nützt es, wenn man falsche Propheten für echte Kirchenmitglieder halten möchte? Taumeln wir nicht betrunken umher in den Stürmen von Halbwahrheiten und absurden Lügen. Halten wir fest an der Kirche, an Petrus, auf den Christus seine Kirche gebaut hat und in die der Rauch des Satans niemals eindringen kann. Verschwenden wir unsere überaus kostbare Zeit nicht hemmungslos im endlosen Anschauen und womöglich gar Verbreiten von dem, womit Verschwörungstheoretiker die Welt vergiften. Festigen wir in uns den wahren unerschütterlichen katholischen Glauben und geben wir auch anderen festen Halt durch unbeugsame Treue zur katholischen Kirche,
damit wir dereinst teilhaben an der ewigen Freude des Himmels. Amen.